Smul-Domatin. Ihr seid stark geworden. Aber ich bin Alduin. Erstgeborener von Akatosh. Molagi Zoglot. Hier werde ich nicht fallen. Weder von eurer Hand noch von der eines anderen. Gegen mich kommt ihr nicht an. Ich werde euch überdauern, sterbliche Kreatur. Paternox ist doch jetzt hingeflogen. Aha, okay. Und damit herzlich willkommen wieder zurück bei Skyrim. Der Kampf ist natürlich übersprungen. Jetzt ich muss das offscreen machen, weil der ist nicht gestorben, der Sack. Ich spreche mal mit Paternox. Lord Krondrach, ihr habt wahrlich die Stimme eines Dovar. Das habe ich dir schon Nach immer gesagt. Nach diesem Sieg werden Alduins Verbündete zweimal überlegen. Es war wirklich kein leichter Sieg. Ni Livrach in Moro. Es ist richtig. Dies ist kein endgültiger Krondrach-Sieg. Doch nicht einmal die Helden von einst konnten Alduin im offenen Kampf besiegen. Alduin war immer Pachlok, arrogant in seiner Macht. Uznagar, Paar. Er betrachtete die Herrschaft als sein Geburtsrecht. Das sollte die Loyalität der Dorf, die ihm dienen, erschüttern. Ja, einer seiner Verbündeten könnte es uns sagen, Mutmahus. Aber es wird nicht so einfach sein, einen von ihnen dazu zu überreden, ihn zu verraten. Vielleicht die Hofkassiyun. Der Palast in Weißlauf, die Drachenfeste. Sie wurde ursprünglich erbaut, um einen gefangenen Dovar zu beherbergen. Ein guter Ort, um einem von Alduins Verbündeten eine Falle zu stellen. Ja, aber euer Zoom ist stark. Ich zweifle nicht daran, dass ihr ihn von der Notwendigkeit überzeugen könnt. Ja, dann Weißlauf also. Das, da waren wir ja schon lange nicht mehr Weißlauf. Oh, ich wollte jetzt Weißlauf rein. Schade. Weißlauf. Oh, jetzt kann ich auch nicht die schöne Natur. Ich mach mal warten. Ich warte mal. Bis wieder Tag ist. Da. Was wollt ihr, Kaiserlicher? Ah, sehr schön. Jetzt sehe ich auch. Nie und nimmer seid ihr das legendäre Drachenblut. Oh doch, das bin ich. So was von. Wo ist eigentlich Lydia? Meine Gefolgsfrau. Ich bin euer Schwert und euer Schild. Geht voran. So, jetzt folgt sie mir auch. Die hätte ich eigentlich immer mitnehmen müssen. Mögen die Götter über eure denn? Kämpfe da. Wachen. Oh, lange nicht mehr gesehen, ne? Was benötigt ihr? Ich muss mich wohl verhört haben. Es klang fast so, als wolltet ihr, dass ich euch helfe, einen Drachen in meinem Palast zu fangen. Es tut mir leid. Aber das kann ich nicht tun. Wir werden die Drachen eben weiterhin nach besten Kräften bekämpfen müssen. Der Legende nach. Es heißt, Nominex war der Name des Drachen. Der Schädel, der den Hauptsaal... Wenn ihr da... General Ulfric... Der Tag... Doch dieser Tag... Was ihr... Ihr wollt, dass ich einen Drachen ins Herz der... Es muss einen anderen Weg geben... Alduin? Der Weltenfresser selbst? Aber wie können wir gegen ihn... Ich kenne mich... Also was soll dieser Unsinn? Ihr... Ich will euch helfen. Ulfric und... Denkt ihr... Nein. Ich kann es... Dann würde ich euch gerne... Aber beide... Vielleicht. Wenn die Graubärte gewillt wären, Friedensverhandlungen auszurichten. Ja, Drachenblut. Vielleicht könnt ihr dies... Ich höre...
Meine Männer werden bereit sein, sobald ihr es seid, Drachenblut. Erst müsst ihr ja noch einen Waffenstillstand arrangieren, nicht wahr? Ich hab gedacht, ich schaff das jetzt irgendwie so. Ich mache jetzt hier locker einen Drachen einfangen. Schade. Aber wieder zu hochrotten hatte. Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Von hier oben. Ah, nicht Objekte. Kadem brauche ich. Wieder nach hochrotten hat. Sind die am Hals der Welt? Ne, die sind da im Hof bestimmt. So, Lydia. Wir haben viel zu tun. Und das heißt, wir müssen einiges machen. Da ist er. Alduin, das habe ich befürchtet. Wir sind keine Krieger. Ihr missversteht unsere Autorität. Ich verstehe. Der Drache, Pato, es scheint, dann soll... Wir werden sehen, ob sie sich noch an uns erinnern können. Überbringt die Nachricht an die kriegführenden Parteien. Wenn sie zuhören, werde ich tun, was ich kann. Okay, das heißt jetzt jede einzelne Stadt abklappern. Ja, einmal nach Einsamkeit, aber da waren wir ja natürlich schon. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an das ganze Auftreiben von den ganzen Leuten bei in Oblivion, wo man das große Tor kaputt machen musste. Das ist jetzt genau der gleiche Scheiß. Ah, sehr schön. Alt zu sein ist gar nicht so übel. Meine Tochter. Ich bin nicht interessiert, Jari. Ganz egal, wie oft ihr fragt. Das solltet ihr noch. Wartet! Ich kenne euch. Ihr verpasst da ein paar wunderbare Gelegenheiten, wenn ihr in dieser Bar arbeitet. Ein Drache hat kühne Schein an. Ich gebe nichts auf. Lassen meine Männer jetzt jeden durch, der in der... Gibt es einen bestimmten Grund, warum ihr hier seid, Bürger? Richtig. Einer der Gefangenen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, warum redet ihr nicht mal kurz mit... Ich denke, wir können hier... Außerdem gehe ich davon aus, dass eure Gefangennahme bloß ein schreckliches Missverständnis war. Redet mit Lega Drecke. Die Graubärte? Was wollt... Warum? Es gibt nichts zu diskutieren. Sie entwickeln sich zu einem echten Problem. Meine Aufgabe ist es, diese Rebellion niederzuschlagen. Und genau das habe ich auch vor. Das überlasst mal meinem Urteil. Na gut, das kommt davon, wenn man versucht, mit einer Handvoll Truppen einen Krieg zu gewinnen. Wenn mir doch der Kaiser nur die Verstärkung... Ja. Ja, in Ordnung. Er wäre verrückt, das zu probieren. Gut. Er kommt. Er hat nicht genug Leute. Die Bericht. Er kommt auf jeden Fall schon mal. Was wollt ihr, Kaiserlicher? So, der kommt auf jeden Fall schon mal. Das ist ja super. Dann müssen wir jetzt noch nach Windhelm. Und da waren wir noch nicht. Da waren wir aber schon. Guck. In Windhelm waren wir noch nicht. Erstmal warten wieder. Bis, lauf mal hier entlang. Ich denke mal, das ist der richtige Weg. Ist auch, glaube ich. Ich glaube, den bin ich beim letzten Mal gegangen. Alles. Ich warte doch noch mal ein bisschen.